Liebe angehende Schülerinnen und Schüler, liebe Interessierte dieser Berufsoberschule, ich heiße Sie herzlich willkommen. Hier in diesem kleinen Video möchte ich Sie informieren über all das, was Sie erwarten wird, wenn Sie hier an diese Schule kommen. Mein Name ist Axel Müller, ich bin Mitarbeiter der Schulleitung hier an der Anita Augsburg Berufsoberschule, direkt im Herzen von München am Königsplatz. In dem Video möchte ich Sie informieren, einmal über die Aufnahmebedingungen, die wir an der Schule hier haben. Ich möchte Ihnen ein bisschen erzählen, das, was Sie hier erwartet, wenn Sie hierher kommen, und auch darüber, welche Abschlüsse Sie hier an der Schule erwerben können. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und kommen Sie einfach mit und wir schauen uns dieses Video gemeinsam an. Ja, zunächst mal möchte ich darauf eingehen, FOS, BOS, wo ist da eigentlich der Unterschied? Das kann man ganz schnell erklären. Wenn Sie zu uns kommen möchten, an die Berufsoberschule, die BOS, benötigen Sie eine Berufsausbildung, also eine berufliche Vorbildung. Und wenn Sie die nicht haben, dann gehen Sie an die Fachoberschule, also die FOS. Wie gesagt, bei uns sind Sie an der Berufsoberschule. Wir bieten hier die folgenden Ausbildungsrichtungen an: Agrarwirtschaft, Gesundheit, internationale Wirtschaft, Sozialwesen, Technik, Wirtschaft und Verwaltung. Bei uns an der Schule am Königsplatz bieten wir die Ausbildungsrichtungen Gesundheit und Sozialwesen an. Das heißt, Sie müssten also einen Ausbildungsberuf aus diesen Bereichen haben. Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, ob Sie wirklich bei uns beginnen können, ich habe hier an der Seite einen Link hinterlegt. Da können Sie genau schauen, welcher Ausbildungsberuf zu welcher Ausbildungsrichtung gehört. Und so können Sie sehen, ob Sie bei uns richtig sind oder nicht. Sollten Sie nicht zu uns kommen können, bitte melden Sie sich trotzdem noch einmal. Es besteht die Möglichkeit, auch über ein Praktikum vielleicht bei uns beginnen zu können. Ja, schauen wir uns mal an, welche Abschlüsse Sie bei uns an der Berufsoberschule machen können. Ich beginne mal von unten. Sie können, wenn Sie die Vorklasse besuchen, den mittleren Schulabschluss erhalten. Sie können, wenn Sie die 12. Jahrgangsstufe besuchen, das Fachabitur bekommen. Und Sie können mit der 13. Jahrgangsstufe das Abitur erwerben. Und hier unterscheiden wir einmal zwischen dem fachgebundenen Abitur und dem allgemeinen Abitur. Ja, schauen wir uns an, was benötigen Sie, damit Sie zur jeweiligen Klasse kommen können. Wir beginnen wieder von unten. Um in die Vorklasse gehen zu können, benötigen Sie einen mittleren Schulabschluss über die Berufsschule, Berufsfachschule, Wirtschaftsschule oder ein Quabi. Oder aber Sie haben einen erfolgreichen Mittelschulabschluss mit Berufsausbildung. Wenn Sie das Fachabitur machen wollen, in die 12. Klasse direkt gehen wollen, benötigen Sie einen mittleren Schulabschluss über die Realschule. Da gibt es noch genauere Bestimmungen, das kommt noch später. Oder Sie haben eine bestandene 10. Klasse am Gymnasium. Wollen Sie direkt in die 13. Klasse einsteigen wollen, benötigen Sie die Fachhochschulreife. Ja, vielleicht sind Sie nicht so ganz sicher, was möchten Sie machen, Fachabitur oder das Abitur bei uns an der Schule. Eins kann ich Ihnen gleich sagen, Sie müssen das nicht sofort bei der Anmeldung entscheiden, sondern Sie müssen sich erst im zweiten Halbjahr der 12. Jahrgangsstufe entscheiden. Bis dann also Zeit, sich die Schule und alles drumherum anzusehen. Wichtig ist allerdings nur zu wissen, auch schon bei der Anmeldung, wenn Sie eine allgemeine Hochschulreife erwerben wollen und noch keine zweite Fremdsprache an der Realschule belegt haben, dann müssen Sie bereits bei der Anmeldung zur 12. Jahrgangsstufe ein Wahlpflichtfach in einer Fremdsprache wählen, damit Sie hier am Ende die allgemeine Hochschulreife erwerben können. Schauen wir uns mal an, was Sie benötigen, um in die Vorklasse gehen zu können. Sie sehen hier die Voraussetzungen. Sie benötigen also entweder einen mittleren Schulabschluss über einen beruflichen Bildungsweg, zum Beispiel Berufsschule, Berufsfachschule, Wirtschaftsschule oder Sie haben ein Quabi. Oder Sie können auch eine Aufnahmeprüfung ablegen, die Sie dann bestehen müssen, falls Sie keinen mittleren Schulabschluss haben. Die Aufnahmeprüfung findet in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik statt und Sie benötigen in jedem Fach jeweils eine 4 oder wenn Sie einen 5er haben, benötigen zum Ausgleich einen 2er oder 2 Dreier. Diese Aufnahmeprüfung findet regelmäßig bei uns Ende Juli statt. Zusätzlich benötigen Sie natürlich eine abgeschlossene Berufsausbildung, um zu uns zu kommen. Welche Ziele verfolgen wir in der Vorklasse?
Das wichtigste Ziel ist eigentlich, dass Sie vorbereitet werden auf den Unterricht der 12. Jahrgangsstufe und Sie haben die Möglichkeit, hier Wissenslücken zu schließen, um auch wirklich dem Stoff in der 12. dann ohne Probleme folgen zu können. Außerdem erwerben Sie hier zum zweiten Mal vielleicht den mittleren Schulabschluss. Hier sehen Sie nochmal die Unterrichtsfächer. Sie sehen hier die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch finden jeweils mit 8 Wochenstunden statt. Das ist ein ganz klarer Schwerpunkt, dass Sie eben in diesen Prüfungsfächern gut vorbereitet werden auf den Unterricht der 12. Jahrgangsstufe. Außerdem haben Sie noch die unten angegebenen Fächer, die Sie jeweils mit 1 bis 2 Wochenstunden haben. Der Unterricht findet in Vollzeitform von Montag bis Freitag statt und geht von 8 Uhr bis 14 Uhr. Ja, eine Besonderheit unserer Schule ist, dass wir eine Integrationsvorklasse haben. Diese Integrationsvorklasse ist speziell für junge Erwachsene mit Migrationshintergrund gedacht und bietet auch letztendlich einen Einstieg vielleicht nach dieser Schulzeit an der VOS oder BOS weiterzumachen und dort mittelfristig dann das Abitur zu erwerben. Für nähere Informationen bieten wir einen speziellen Informationsabend an, der voraussichtlich am 26.01. stattfinden wird. Einfach dann für diesen Informationsabend sich Termin schon mal vormerken und dort können Sie noch nähere Informationen darüber bekommen. Ja, soweit erstmal die Informationen zu den Vorklassen. Wie gesagt, wir werden hier noch weitere Informationen anbieten. Schauen Sie auch auf unserer Homepage regelmäßig nach. Es werden auf jeden Fall noch Informationsabende online oder auch in Präsenz stattfinden im Januar. Ja, kommen wir nun zu den 12. Klassen. Die Voraussetzungen für den Besuch der 12. Jahrgangsstufe. Entweder haben Sie einen mittleren Schulabschluss, Durchschnitt 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathe oder besser. Wir empfehlen dringendst auf jeden Fall nur, wenn Sie einen Realschulabschluss haben, direkt in die 12. Jahrgangsstufe einzusteigen, da doch das Niveau, das erwartet wird, relativ hoch ist. Alternativ, wenn Sie es nicht bringen und einen schlechteren Schnitt vielleicht haben, besteht die Möglichkeit, an einer Aufnahmeprüfung teilzunehmen. Die findet immer Ende Juli statt. Sie müssen dort in den 3 Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik eine Prüfung ablegen und jeweils mit der Note 4 oder besser abschneiden. Sollten Sie einen 5er haben, können Sie diesen durch ein 2er oder 2-3er ausgleichen. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Vorkurs bei uns zu besuchen, auf den wir nachher noch mal kurz zu sprechen kommen. Oder Sie besuchen einfach eine Vorklasse, die bereits eben schon vorgestellt wurde. Natürlich wichtig bei uns an der Berufsoberschule immer, dass Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder 5 Jahre Berufserfahrung. Und Ziel der 12. Jahrgangsstufe ist der Erwerb der Fachhochschulreife. Mit der Fachhochschulreife oder auch Fachabitur genannt, haben Sie die Möglichkeit, an jeder Hochschule für angewandte Wissenschaften zu studieren. So, auf den folgenden beiden Seiten möchten wir Ihnen die Unterrichtsfächer in der 12. Jahrgangsstufe vorstellen. Sie sehen hier einmal die Unterrichtsfächer der Ausbildungsrichtung Sozialwesen und auf der nächsten Seite folgen dann die Fächer der Ausbildungsrichtung Gesundheitswesen. Ja, wie Sie eben schon gesehen haben, gibt es in den 12. Jahrgangsstufe sogenannte Wahlpflichtfächer. Da schauen wir uns heute noch mal genauer an. Die gibt es übrigens auch für die 13. Jahrgangsstufe. Sie haben bei den Wahlpflichtfächern folgende Möglichkeit. Entweder können Sie eine zweite Fremdsprache belegen. Bei uns werden die Sprachen Latein, Französisch, Spanisch oder Italienisch angeboten. Wichtig für Sie, diese zweite Fremdsprache wird 4-stündig stattfinden. Also 2 mal 2 Unterrichtsstunden. 2 Unterrichtsstunden finden im normalen Stundenplan im Laufe des Vormittags statt. 2 Unterrichtsstunden werden separat am Nachmittag angeboten werden. Alternativ zur zweiten Fremdsprache können Sie auch ein
allgemeines Wahlpflichtfach wählen. Wir bieten in diesem Schuljahr die folgenden Wahlpflichtfächer an: Sozialpsychologie, Spektrum der Gesundheit, Aspekte der Chemie, Mathe Additum, English Book Club, internationale Politik, szenisches Gestalten, also Theater oder Sport. All diese Wahlpflichtkurse finden nur zweistündig statt und sind in den normalen Vormittagsunterricht integriert. Was Sie wissen müssen, ist, die letzten beiden Wahlpflichtfächer, also szenisches Gestalten oder Sport, zählen nicht im Abitur mit, sind sogenannt nicht NC-fähig. Ja, noch ein paar grundsätzliche Dinge zu den Wahlpflichtfächern. Zum einen, Sie müssen mindestens eigentlich genau ein Fach wählen. Die allgemeinen Wahlpflichtfächer können jedes Jahr neu gewählt werden. Das heißt, wenn Sie sich für eins entschieden haben, können Sie im nächsten Jahr halt ein anderes Fach auch nehmen. Das ist gar kein Problem. Nur die zweiten Fremdsprachen müssen in der 12. und 13. Jahrgangsstufe belegt werden, damit man die allgemeine Hochschulreife erwerben kann. Wichtig auch, wir werden nicht in jedem Jahr jedes Wahlpflichtfach anbieten können. Das ist immer eine Frage, wie viel sich halt für ein Fach bewerben und interessieren. Deshalb müssen Sie bei Ihrer Anmeldung immer einen Erst- und einen Zweitwunsch angeben. Aber wir können sehr sicher sein, dass wir Erst- oder Zweitwunsch dann erfüllen können. Ja, an dieser Stelle haben wir jetzt auch einiges erfahren schon über die 12. Klassen, die zum Fachabitur führen. Jetzt schauen wir uns nur noch im letzten Schritt an, wie kommt man hier zum Abitur. Wie kommen Sie in die 13. Jahrgangsstufe zu uns? Da gibt es die Voraussetzung, entweder haben Sie einen erfolgreichen Abschluss der 12. Klasse mit dem Erlaubnis zum Vorrücken in die 13. Jahrgangsstufe, oder Sie haben bereits ein Fachabitur erworben und eine Berufsausbildung. Ziel der 13. Jahrgangsstufe ist es, das fachgebundene Abitur oder das allgemeine Abitur zu erwerben. Auf die Unterschiede werde ich nun im Folgenden eingehen. Ja, schauen wir uns zunächst mal die fachgebundene Hochschulreife an. Mit der fachgebundenen Hochschulreife haben Sie die Möglichkeit, zum einen an allen Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu studieren. Also das wäre im Prinzip der Abschluss, den auch schon die 12. Klasse mit dem Fachabitur anstrebt. Zusätzlich können Sie aber auch ausgewählte Studiengänge an Universitäten studieren. Diese sind von Ausbildungsrichtung zu Ausbildungsrichtung unterschiedlich. Und Sie sehen hier mal eine kleine Aufzählung für unsere beiden Ausbildungsrichtungen Sozialwesen und Gesundheit. Werfen Sie einfach einmal einen Blick drauf, bevor wir mit der nächsten Folie weitermachen. Ja, die allgemeine Hochschulreife ist berechtigt halt dann zu einem Studium an einer Universität in einem beliebigen Studiengang. Das heißt, hier müssen Sie sich nicht vorher einschränken lassen, sondern können alles studieren, was Sie möchten. Sie benötigen allerdings hier zusätzlich zu dem fachgebundenen Abitur noch den Nachweis über ausreichende Kenntnisse in der zweiten Fremdsprache, die Sie entweder bei uns in einem Wahlpflichtfach der zweiten Fremdsprache erwerben können, oder Sie bringen die Kenntnisse vielleicht zum Beispiel über die Realschule mit, wo Sie bereits eine zweite Fremdsprache besucht haben. Ja, werfen wir auch hier noch einmal einen Blick auf die Unterrichtsfächer in der 13. Klasse. Hier sehen Sie einmal die Unterrichtsfächer für die Ausbildungsrichtung Sozialwesen. Auf der folgenden Seite sehen Sie dann die Unterrichtsfächer für die Ausbildungsrichtung Gesundheit. So, damit haben wir dann auch allgemeine Dinge zu den 13. Klassen erfahren und zum Abitur, egal ob Sie jetzt das fachgebundene oder allgemeine Abitur bei uns erwerben wollen. Nun wissen Sie, wie es funktioniert. Ja, im Folgenden haben wir noch ein paar Informationen für Sie, die Sie vielleicht noch gebrauchen können.
Zum einen, wir sind eine Vollzeitschule, das heißt, wir haben Unterricht täglich von 8 Uhr bis 14 Uhr bzw. 15 Uhr. Sollten Sie in der zweiten Fremdsprache auch unterrichtet werden, wird einmal nachmittags ca. bis 16 Uhr auch unterrichtet werden. Wir bieten verschiedene Zusatzangebote an, die zum Beispiel sein können Förderkurse in Prüfungsfächern. Wir haben Theater, wir haben eine Filmgruppe, Chorinstrumentalgruppe, Kunstgruppe, Sportgruppe. Wir müssen immer schauen, was jedes Jahr angeboten wird. Das wechselt auch von den Interessen der Schüler und auch jetzt natürlich gerade im Augenblick sehr stark geprägt von Corona-Beschränkungen können wir auch nicht alle Kurse anbieten. Sie haben Probezeit bis zum 15. Dezember und Sie würden bei uns BAföG erhalten. In den Vorklassen erhalten Sie familienabhängiges BAföG. In den 12. und 13. Klassen gibt es familienunabhängiges BAföG. Ja, neben den Klassen, die wir nun schon kennengelernt haben, besteht bei uns die Möglichkeit, auch einen Vorkurs zu besuchen, der auf die 12. Klasse vorbereitet. Schauen wir uns mal an, für wen ist das vielleicht interessant? Das ist auf jeden Fall interessant für Schülerinnen und Schüler, deren Zeugnis der mittleren Reife in den Hauptfächern Mathe, Englisch, Deutsch auf Lücken schließen lässt oder die eine Aufnahmeprüfung machen müssten oder deren Schulbesuch schon eine Zeit lang zurückliegt. Dieser Unterricht findet vom 2.2. bis zum 27.7. statt, jeweils von 17 bis 20 Uhr, also nach der Arbeit können Sie daran teilnehmen. Und zwar ist es so geplant, dass wir Dienstag Mathematik anbieten, Mittwoch Englisch und Donnerstag Deutsch. Ja, eine weitere Besonderheit unserer Schule ist die an die Schule angegliederte Kindergruppe, die wir haben, die allererste Klasse. Hier können Kinder zwischen 1 und 3 Jahren hingehen und werden Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16 Uhr betreut. Es werden bevorzugt Kinder von Schülern und Schülerinnen genommen, die bei uns an der Schule aufgenommen wurden. Sollten Sie Interesse daran haben, denken Sie daran, bei der Anmeldung auch gleich Ihr Kind für die Kinderkrippe anzumelden über den Kita-Finder. Ja, noch ein paar allgemeine Informationen zur Anmeldung. Für den Vorkurs können Sie sich ab dem 9.12. anmelden bis zum 2.2., also bis zum Beginn des ersten Vorkurses. Für die Vorklasse, die 12. und 13. Klassen, können Sie sich vom 22.02. bis zum 5.03.2021 anmelden. Die Anmeldezeiten des Sekretariats sind unten angegeben. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sie vielleicht noch einige Fragen haben, dass in dieser kurzen Präsentation noch lange nicht alle Fragen geklärt sind, die Sie haben. Wir bieten auf jeden Fall am 14.01. eine Online-Konferenz an, auf der Sie Ihre Fragen zur Aufnahme stellen können. Ja, wir werden zu folgenden Themen auch Fachlehrkräfte da haben. Einmal geht es vielleicht, wenn Sie Fragen haben zu den Prüfungsfächern, dort werden Experten zur Verfügung stehen. Wenn Sie Informationen benötigen zur zweiten Fremdsprache und das allgemeine Abitur, auch da werden wir jemanden in der Leitung haben. Und wenn Sie Fragen zum betreuten Praktikum haben, falls Sie keinen passenden Eingangsberuf bislang haben, auch dort werden wir Ihnen zur Seite stehen und Ihnen Ihre Fragen beantworten können. Näheres zu diesem Termin finden Sie dann auf unserer Homepage. Dort wird genaue Zeit und auch die Einlogdaten veröffentlicht. Ja, am Ende dieser Präsentation möchte ich Sie nur mal darauf aufmerksam machen, dass Sie sich natürlich auch jederzeit mit Ihren Fragen direkt an uns wenden können. Sie sehen dort hier eingeblendet eine Mailadresse und eine Telefonnummer. Scheuen Sie sich nicht, sich bei uns zu melden, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder noch Informationen benötigen. Wir werden Ihnen gerne weiterhelfen. Ansonsten hoffe ich, dass Ihnen dieser kleine Vortrag geholfen hat, vielleicht die ein oder andere Frage zu beantworten. Ich hoffe, dass Sie weiterhin Interesse haben, an unsere Schule zu kommen und im nächsten Jahr bei uns dabei zu sein. Wir freuen uns auf Sie.